Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kapitel 4 im Grundkurs Funktionalanalysis. Wir sind mittendrin bei kompakten Mengen auf dem Weg zum Satz von Asela Ascoli. Und im letzten Teil haben wir ja mit dem Satz 4.9 aufgehört, der ausgesagt hat, dass ein metrischer Raum M genau dann kompakt ist, wenn er präkompakt und vollständig ist. Das haben wir bewiesen und dabei so ein bisschen die Beweistechnik der sogenannten Diagonalfolge kennengelernt. Die wird uns jetzt auch noch ein paar Mal verfolgen. Und aus diesem Satz 4.9 wollen wir jetzt in diesem Teil erstmal anfangen mit einer kleinen Folgerung, nämlich der Folgerung 4.10. Ja, und das sagt jetzt im Wesentlichen Folgendes aus. Ich habe übrigens gerade beim Durchsehen des Videos bemerkt, ich muss weniger im Wesentlichen sagen. Ich bemühe mich. Aber das ist manchmal so ein Füllwort, das kommt mir irgendwie zu leicht über den Lippen, über die Lippen. Was haben wir zunächst mal? Wir haben A, relativ kompakte Mengen. Sind präkompakt. Und das folgt genau aus diesem Satz 4.9. Denn der sagt ja nochmal aus, wir gucken es uns nochmal einmal ganz kurz an. Präkompaktheit genau dann, wenn für jede Folge eine Cauchy-Teilfolge existiert. Wenn wir jetzt aber eine relativ kompakte Menge nehmen, dann ist ja deren Abschluss kompakt im umgebenden metrischen Raum. M ist präkompakt, also kann ich auch für die Teilmenge ein endliches Epsilon auswählen. Und dann habe ich eben nach Satz 4.9 genau hier diese Äquivalenz, weil dann haben wir nämlich die Vollständigkeit von A quer, also ist A quer auch kompakt und damit sind präkompakt. Damit sind relativ kompakte Mengen präkompakt. Ja, aber der Abschluss der Menge A ist ja wieder selber kompakt. Deshalb wäre es auch gerade richtig gewesen, da A quer zu nehmen. Und wir kriegen auch noch B, so eine ja, Art Umkehrung, wobei es nicht wirklich eine Umkehrung ist. Wenn wir A als Teilmenge von M haben, präkompakt, dann folgt, dass das A quer auch präkompakt ist. Und das ist im Wesentlichen Bemerkung 4.8. Denn Bemerkung 4.8 war, ein kompakter Raum ist vollständig. Und wenn ich jetzt eine präkompakte Menge nehme, dann ist ja der Abschluss dieser präkompakten Menge relativ kompakt und somit auch kompakt. Das ist aber nicht Satz 4.8, das ist Bemerkung 4.8. Ich hoffe, das war jetzt gerade nichts durcheinanderwerfend. Aber das ist im Wesentlichen das, was daraus folgt. Ja, und das heißt insbesondere in vollständigen Räumen, also wenn ich einen vollständigen metrischen Raum habe, dann kann ich die Begriffe präkompakt und relativ kompakt äquivalent benutzen, weil das sagt gerade diese Folgerung 4.10 jetzt aus. Denn wenn ich eine präkompakte Menge habe, ist der Abschluss präkompakt. Und wenn ich eine relativ kompakte Menge habe, also wenn der Abschluss kompakt ist, dann sind die auch präkompakt. Und das heißt, ich habe präkompakt und relativ kompakt als äquivalente Formulierungen da stehen. Jetzt geht es darum, erstmal zu motivieren, warum wir den Satz von Asela Ascoli benötigen. Und zwar wollen wir uns jetzt anschauen, was gilt für präkompakte Teilmengen, wenn wir als Raum die stetigen Funktionen auf einem kompakten metrischen Raum betrachten. Das heißt, wenn wir einen kompakten metrischen Raum K haben, was sind dann die präkompakten Teilmengen des Raumes C von K, also der stetigen Abbildung? Da werden wir rausbekommen, dass das genau dann der Fall ist, wenn eine gewisse Eigenschaft erfüllt ist. Und diese gewisse Eigenschaft ist plus noch was anderes, die sogenannte Gleichstetigkeit. Gleichstetigkeit ist nochmal eine Erweiterung von sogenannter gleichmäßiger Stetigkeit. Und wir wollen jetzt zunächst mal an einem Beispiel überhaupt einsehen, warum der Begriff der Gleichstetigkeit überhaupt sinnvoll ist oder überhaupt nötig ist. Und dafür betrachten wir eine Funktionenfolge in einem solchen CK-Raum, nämlich Beispiel 4.11. Und zwar betrachten wir in M, das ist unser metrischer Raum, als stetige Abbildung von 0, 2 Pi, die Funktionenfolge fn, und die soll folgendermaßen definiert sein als fn von t
gleich Cosinus von 2 hoch n mal t. So, das ist deshalb so ein Raum CK, weil 0,2 Pi ist ja eine kompakte Menge in R. Das heißt, wenn wir das jetzt quasi als Teilraum ein oder begreifen, dann ist 0,2 Pi abgeschlossenes Intervall natürlich auch ein kompakter metrischer Raum. Und somit ist es als Beispiel für die Motivation von Gleichstetigkeit sinnig. Was wollen wir jetzt zunächst mal festhalten? Wir wollen zunächst mal festhalten, was die Supremumsnorm von Fn ist, denn das ist relativ simpel zu sagen. Das können wir auch sofort hinschreiben. Norm Fn wollen wir jetzt definieren als die Supremumsnorm, also alle Sub t aus m, beziehungsweise nicht aus m, sondern wir nehmen es einfach aus 0 bis 2 Pi. Wir wollen nämlich nicht über die Funktion supprimieren, sondern nur über die Werte auf dem Intervall. Aber wir supprimieren dabei den Betrag angewandt auf t. Jetzt ist das aber der Cosinus. Das heißt, der Betrag ist auf der reellen oder im reellen beschränkt durch 1 nach oben und wird auch angenommen auf 0 bis 2 Pi, wenn ich zum Beispiel hier das Ganze so setze, dass Pi halbe als Argument rauskommt. Das ist kein großes Problem, da muss ich halt nur das 2 hoch n ein bisschen wegdiskutieren. Ich verlasse aber diese 0 bis 2 Pi nicht und das heißt, die Supremumsnorm ist sofort gleich 1. Dass das auch wirklich angenommen wird, das liegt daran, dass wir folgende Sache haben. Wir haben fn von 2 hoch minus n mal Pi, das ist minus 1. Das heißt, hier haben wir sofort diese Gleichheit. Ne? Sonst wäre es halt kleiner gleich, aber da wir halt wirklich explizit ein Pi finden, oder in diesem Fall ein T finden aus 0,2 Pi, sodass das wirklich im Betrag angenommen wird, haben wir hier die Gleichheit. Und was gilt noch, wenn ich jetzt einen M einsetze, wo haben wir es? Fm von 2 hoch 2 hoch minus n mal Pi, dann ist das ja der Cosinus von 2 hoch n mal 2 hoch Moment. Das ist der Cosinus von 2 hoch m mal 2 hoch minus n, also m minus n mal t für m größer als n. Ne, größer als. Das ist einfach nur einsetzen in die Vorschrift für fm. Ja, das heißt, ich kann mal die Norm der Differenz dieser beiden betrachten. Norm fn minus fm. Ja, und das ist dann gleich 2, ungleich 0 für alle m, ungleich n. Das kann man sofort einsehen, weil wenn ich hier die Norm abschätze, kann ich das nach oben abschätzen durch die Norm von fn plus die Norm von fm aus der Dreiecksungleichung. Und das ist gerade 1 plus 1, weil die Norm ist ja hier gleich 1 für alle n aus m. Das sollte man vielleicht noch ergänzen. Und das bedeutet nun, wir haben keine Cauchy-Teilfolge. Weil sonst müsste das hier ja ab einem gewissen Index beliebig klein werden. Das heißt, es existiert keine Cauchy-Teilfolge. Folge von Fn. Naja, und das heißt jetzt im Wesentlichen nur, dass die abgeschlossene Einheitskugel auf diesem Raum nicht präkompakt sein kann. Weil wenn sie präkompakt wäre, dann wüssten wir ja aus einem der Lemmata am Anfang, dass es eine Cauchy-Teilfolge geben muss. Aus der Folgenkompaktheit. Also was folgern war, die abgeschlossene Einheitskugel B. Ja, was heißt jetzt Einheitskugel auf dem Raum? Das sind einfach alle F in M. Da liegen ja Abbildungen drin in M. Das ist ja gerade der Raum der stetigen Abbildung. Und die Einheitskugel ist dann gerade die, die unter der Supremumsnorm gerade die Norm 1 haben. Das heißt, diese Abbildung hier ist für alle N aus N quasi Element der Einheitskugel auf M. Nur dass das jetzt halt ein abstrakter Raum ist, wo man die Einheitskugel nicht mehr so schön zeichnen kann wie im R2 oder so. Und das Ding ist jetzt also nicht präkompakt, weil eben keine Cauchy-Teilfolge für diese Funktionenfolge existiert. Wenn das Ding jetzt aber nicht präkompakt ist, dann wissen wir aus Satz 4.9, dass das auch erst recht nicht kompakt sein kann. Also B nicht kompakt. Das ist quasi der erste Teil dieses Beispiels. Was sehen wir da bis jetzt dran? Wir sehen, dass wir zwar, wenn wir uns das jetzt genau angucken, dass wir zwar eine Funktionenfolge haben, die stetig ist,
Das sind ja alles stetige Funktionen. Die erfüllen auch eine schöne Normabschätzung. Die haben nämlich sofort Norm 1, das ist ja erstmal gut. Dass aber auch solche einfach gebauten Funktionenfolgen quasi schon keine Cauchy-Teilfolge haben müssen. Und das kann man jetzt noch verschärfen, wenn man sich jetzt tatsächlich von diesen Fs oder von diesen Fns mal die Ableitung anguckt, weil in der Tat sind diese Fns ja sogar alle noch differenzierbar. Das ist nicht gefordert in C von 0,2π, weil da sind nur die stetigen Funktionen drin, aber es sind natürlich auch alle stetig differenzierbaren Funktionen drin, weil die sind ja stetig. Und deshalb können wir uns jetzt auf diese Funktionenfolge speziell nochmal angucken, was passiert denn mit der Ableitungsfolge. Und da gucken wir uns zunächst mal an, was gilt für die Norm der Ableitung. Also das ist quasi hier so eine Art Zwischenergebnis. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert mit der Norm der Ableitung, also mit der Norm fn', wobei die Norm wieder die Supremumsnorm bezeichnet. Dann müssen wir fn einmal ableiten. Na gut, das ist einfach 2 hoch n. Dann müssen wir den Cosinus ableiten, das ist der Minus Sinus. Und innen drin bleibt stehen, was sowieso steht, nämlich 2 hoch n mal t. Also das hier ist die innere Ableitung, das ist die äußere Ableitung. Ja gut, hier die Norm von, das ist 2 hoch n. Und hier hinten der Sinus hat in der Supremumsnorm natürlich wieder Norm 1, also kommt hier raus 2 hoch n. Das ist jetzt übrigens Gleichung 4, 4. Ich habe das wieder nicht geschafft mit den Nummerierungen, aber ich kann es retten, weil alle diese Nummern, die bis jetzt fehlen, die sind hier drin. Diese Einheitskugel hier ist Nummer 4.3. Und die Definition von fn, das ist 4, 2. Warum das Nummern hat, ja, kann man drüber streiten, aber ich fand die relativ zentral. So, jetzt können wir auf die Ableitung bzw. auf die Folge fn selber mal den Mittelwertsatz der Differentialrechnung anwenden, weil die Dinger sind ja durchaus differenzierbar. Das heißt, es spricht nichts dagegen, das Ding mal anzuwenden. Also Mittelwertsatz der Differentialrechnung, der sagt jetzt Folgendes aus. Wir können Betrag fn von t minus fn von s stets kleiner gleich machen als 2 hoch n, also der Wert der Ableitung quasi, die Norm der Ableitung, Betrag der Ableitung, wenn man so möchte, mal t minus s. Ja, für ts aus 0 bis 2π. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man selber mal den Mittelwertsatz kennengelernt hat. Da gibt es ja auch verschiedene Formulierungsweisen. Man kann sich das aber auch ganz einfach überlegen, wenn man hier einmal durch das t minus s teilt. Dann hat man hier im Wesentlichen den Differenzenquotienten, beziehungsweise den Betrag des Differenzenquotienten. Weil das f jetzt ja in diesem speziellen Fall sogar stetig diffbar ist, konvergiert dieser Differenzenquotient gegen die Ableitung. Und dann kann ich hier halt quasi die Norm der Ableitung hinschreiben. Und das ist immer kleiner gleich als 2 hoch n. Und dementsprechend kann ich das dann mal t minus s rechnen im Betrag und dann habe ich diese Darstellung, die aus dem Mittelwertsatz folgt. Das bedeutet jetzt aber, dass das f gleichmäßig stetig ist. Also fn gleichmäßig stetig. Das heißt, in Formeln, egal wie wir epsilon wählen, für epsilon größer 0 finden wir immer ein Delta. Und zwar dieses Delta für alle ts aus 0,2π. Ja, und dann soll eben diese ganz normale Epsilon-Delta-Stetigkeit gelten. Also wenn der Betrag von t minus s kleiner als Delta ist, dann soll der Betrag fn von t minus fn von s kleiner als Epsilon sein. So, und das ist jetzt halt deshalb gleichmäßige Stetigkeit, weil wir ein Delta finden für alle ts aus 0,2π. Wenn wir die normale Stetigkeit fordern, dann darf ja dieses Delta noch von Epsilon abhängen. Und das darf halt noch davon abhängen, wo wir jetzt gerade sind, an welcher Stelle. Und das möchten wir bei der gleichmäßigen Stetigkeit eben gerade verhindern. So, jetzt habe ich hier gesagt, es existiert so ein Delta, das kann man jetzt nicht so einfach einsehen, aber man kann natürlich sofort ein Delta wählen. Und zwar kann man Delta sofort hinschreiben als 2 hoch minus n mal Epsilon. Also bei der normalen Stetigkeit haben wir ja da stehen Delta. Ich mache es nochmal in Farbe, damit das noch einmal in Erinnerung gerufen ist. Also normale Stetigkeit sagt, Delta ist gleich Delta von Epsilon x. Und unsere gleichmäßige Stetigkeit, die sagt jetzt, unser Delta hängt nur noch von Epsilon ab und nicht mehr von x. Das ist halt der Unterschied. Und das ist halt wirklich ein gravierender Unterschied zwischen. Man kann nämlich, oh, jetzt müsste ich da mal kurz tief in die Trickkiste greifen. Man kann, glaube ich, zeigen, jede gleichmäßig stetige Funktion ist stetig, aber nicht umgekehrt.
Da möchte ich mich jetzt allerdings nicht drauf festnageln, weil das ergibt irgendwie am meisten Sinn. Ja, natürlich, weil wenn ich eine gleichmäßig stetige Funktion habe, dann kann ich das Delta so wählen, dann habe ich automatisch die Stetigkeitsbedingungen erfüllt für dieses Delta. Gut, wenn wir das jetzt haben, dann müssen wir uns jetzt nur noch überlegen, kann man das vielleicht noch so wählen, dass man das überhaupt nicht abhängig von n hat? Und diese Abhängigkeit von n sagt ja, okay, das ist so gewissermaßen abhängig von der Funktion. Weil das n, das spielt ja im Fn die Rolle. Kann ich das also irgendwie rausdiskutieren? Und jetzt zeigen wir noch kurz, dass das nicht geht. Und zwar, aber. So, Fn, wenn ich da jetzt 0 einsetze, kommt 1 raus. Und wenn ich jetzt in Fn einsetze dieses Delta, nur dass ich statt Epsilon Pi nehme, also 2 minus n Pi, das ist jetzt also sozusagen, wenn ich so möchte, Delta von Pi. Also Epsilon ist gerade Pi. Dann kommt minus 1 raus. Was heißt das? Das heißt, Fn nimmt für jedes n aus n, und das ist jetzt eine starke Aussage, automatisch Maximum und Minimum an. Und zwar an diesen Werten da oben. Weil das sind genau die Funktionswerte, durch die Sinus und Cosinus nach oben und unten beschränkt sind. Und das heißt, Delta muss zwingend von der Form, so und jetzt kommt halt das, was wir gerade uns im Wesentlichen überlegt haben, Delta muss von der Form sein, Delta von Epsilon und n. Und zwar muss das kleiner gleich Pi halbe mal 2 hoch minus n Epsilon sein. Jetzt muss man sich natürlich hier vergegenwärtigen, wir haben jetzt ja kleiner gleich Pi halbe, das wird hier oben natürlich erfüllt, weil 1 ist ja kleiner als Pi halbe. Das heißt, das ist ein mögliches dieser Epsilon, für die das gilt. Das ist so eine Art allgemeinere Form. Das muss von dieser Form sein. Diese Formel hier oben zu der gleichmäßigen Stetigkeit, die hat übrigens noch einen Namen. Ja, das heißt, dieses Delta muss zwingend abhängig sein von diesem n. Jetzt gilt, Delta von Epsilon n geht sogar gegen 0, falls n gegen unendlich geht. Das sieht man auch sofort ein, weil dann geht 2 hoch minus n gegen 0. Ja, und das heißt, das Delta kann nicht unabhängig von n gewählt werden. Weil würden wir es unabhängig von n wählen können, was würde dann gelten? Dann könnte ich diesen Term hier immer klein genug machen, sodass diese Ungleichung erfüllt ist. Die Ungleichung hängt aber natürlich maßgeblich von n ab und geht insbesondere gegen 0. Das heißt, ich kann das Pi halbe gar nicht so klein diskutieren ohne diesen Wachstumsfaktor, als dass es irgendwie das Delta davon unabhängig gemacht werden kann, weil das hier halt immer beliebig kleiner wird. Also dieser Term hier, der wird immer beliebig kleiner. Das heißt, anders ausgedrückt, und das ist jetzt quasi das Resultat dieses Beispiels, wo wir jetzt relativ lange drin rumgedruckst haben. Schreibe ich jetzt sogar mal in Rot auf. Die Wahl von Delta für diese gleichmäßige Stetigkeit, also in 4, 5, hängt auf jeden Fall ab von der Funktion, die wir gerade betrachten. Also hängt von der Funktion fn in ja, allen fn Doppelpunkt n aus n ab. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, nachdem wir dieses Beispiel durch haben, können wir das unterdrücken? Das heißt, können wir irgendwie die gleichmäßige Stetigkeit so abändern? Oder können wir eine Forderung an diese Menge stellen hier unten, dass eben die Wahl von Delta in der gleichmäßigen Stetigkeit nicht von der Funktion abhängt? Und das können wir, und solche Mengen, für die wir das können, die nennen wir gleichstetige Mengen. Und das führt uns jetzt auf die Definition 4,12. Und zwar nehmen wir uns mn-metrische Räume und wir nehmen uns eine Funktionmenge h als Teilmenge der stetigen Abbildung von m auf n. Und diese Menge h heißt nun gleichstetig. Stetig, falls gilt. Ja, und jetzt kommt eine etwas bandwurmartige Bedingung, die aber sehr nah ist an der gleichmäßigen Stetigkeitsbedingung, die wir oben formuliert haben. Und zwar,
Für jedes Epsilon größer 0 existiert ein Delta größer 0 für alle TS in dem metrischen Raum M, also da, wo wir quasi hier diese Abbildung drauf anwenden können. Und jetzt kommt der Zusatz, der gleichmäßig stetig von gleichstetig unterscheidet. Und zwar, wir können dieses Delta für alle F in der Menge H wählen. Das heißt, diese Abhängigkeit von dem Vertreter in H ist quasi nicht mehr gegeben. Und dann soll gelten bezüglich der Metrik D auf M, D von TS, kleiner Epsilon, kleiner Delta, impliziert D von F von T, F von S, soll kleiner als Epsilon werden. So, und das ist Formel 4.6. So, das heißt nochmal, was ist der große Unterschied, wenn man das jetzt anmalt? Dieser Teil hier, dass das noch für alle F in H gelten muss. Das heißt, wir haben jetzt folgende Abstufung, um das nochmal zu sagen. Wenn wir nur Stetigkeit fordern quasi, dann haben wir Delta, das hängt ab von Epsilon, das hängt ab von dem X, wo wir es gerade fordern, und das hängt im Extremfall ab von dem N bezüglich der Funktion. Gleichmäßig stetig ist schon besser, da hängt das Delta nur noch ab von dem Epsilon und dem N. Und gleichstetig ist dann quasi die Krönungsstufe. Da können wir das Delta unabhängig vom N wählen, das heißt, wir müssen es nur noch in Abhängigkeit von Epsilon setzen. Ja, und das ist quasi hier, wenn man so will, so eine Art Merkkasten für die Stetigkeitsbedingungen oder gerade für die Stetigkeitsbeziehung. Und das ist vielleicht auch ganz sinnvoll mal bezüglich der Wiederholung. Das heißt, das sind die unterschiedlichen Arten von Deltas. Und wir befinden uns jetzt demnächst in dieser Sphäre hier unten, dass wir halt sagen, wir betrachten gleichstetige Funktionenmengen. Das heißt, hiermit kann ich mir jetzt quasi Bemerkung 4.13 kurz sparen. Ich nenne das jetzt hier einfach 4.13, weil 4.13 sagt jetzt im Skript nur noch mal das in Worten, was hier in dem blauen Kasten steht. Und zwar sagt Bemerkung 4.13, dass so eine Funktionenmenge halt wirklich nur dann gleichstetig ist, wenn für jedes Epsilon größer 0 dieses Delta unabhängig von F wählbar ist. Und das steht in letzter Instanz hier drin. Das heißt, das können wir an der Stelle uns dann mal einmal sparen, nochmal aufzuschreiben. Jetzt muss ich einmal kurz einen Schluck trinken, dann bin ich sofort wieder da. So. Jetzt wollen wir zunächst mal für diesen Begriff Gleichstetigkeit auch einen Satz zeigen, der quasi eine wichtige Folgerung darstellt, der auch jetzt quasi eine sehr starke Aussage macht. Und zwar ist das so ein Satz, den kennt man in ähnlicher Form für gleichmäßige Stetigkeit, weil der sagt jetzt im Wesentlichen, wenn wir eine gleichstetige Menge Fn haben, wenn wir eine Folge Fn haben in dem Raum von C von M an N und die Grenzfunktion dieser Funktion, die existiert punktweise und die Funktionenmenge, die dadurch gegeben ist, ist gleichstetig, dann ist auch die Grenzfunktion stetig und die Menge der Funktion in Abhängigkeit von n plus die Grenzfunktion, die ist auch wieder gleichstetig. Das können wir jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassend sagen. Also m und n seien metrische Räume und fn, komm her Blatt, und fn seine Folge im Raum der stetigen Abbildung von m auf n. Was müssen wir jetzt noch voraussetzen? Wir müssen voraussetzen, dass diese Folge einen Grenzwert hat, also Limes n gegen unendlich, fn von t. Das Ding nennen wir einfach kurz f von t, also Grenzfunktion. Das Ding soll punktweise existieren. Ja. Also punktweise einfach im Sinne von für alle t aus m existiert dieser Grenzwert. Wir werden da gleich auch nochmal kurz ein Beispiel durchdiskutieren. Existiert punktweise auf m. Und, was auch noch wichtig ist, die Menge h, die wir definieren als eben alle fn, sodass das n eben in n ist. Ich mische im Moment auch häufiger diese Pünktchen und Striche, das ist auch irgendwie uneinheitlich. Und fnn, die Menge sei gleichstetig. Ja, und dann als Folgerung folgt eben h vereinigt mit der Grenzfunktion, ist ebenfalls gleichstetig. Und dieses f
liegt ebenfalls im Raum der stetigen Abbildung von C, von M auf N. Jo. Das werden wir jetzt auch beweisen. Und das ist zumindest von der Länge her ein etwas kürzerer Beweis als der letzte, weil das geht jetzt tatsächlich relativ zackig. Also Beweis. Wir nehmen uns einen Epsilon größer 0 und wissen ja, okay, diese Folge konvergiert punktweise. Das heißt, es existiert ein Delta größer 0, sodass d von f, n von t, f, n von s kleiner gleich Epsilon oder kleiner als Epsilon für alle n aus n und t, s aus m mit d von st kleiner Delta ist. Das ist also im Wesentlichen nur die Darstellung, wenn man so möchte, der gleichmäßigen Stetigkeit, beziehungsweise der punktweisen Konvergenz, machen wir es so, plus die Stetigkeit, die wir haben. Weil wir wissen ja, die Folge liegt in C von Mn, das heißt, wir können hier diese Metrik immer kleiner gleich Epsilon machen, falls eben der Betrag von dst, falls die Metrik von s und t kleiner als Delta ist. So, und jetzt lassen wir n gegen unendlich gehen. Das heißt, wir machen Grenzübergang, das hatten wir ja schon im letzten Teil, beziehungsweise im letzten Kapitel, also Grenzübergang n gegen unendlich. Ja, und dann wissen wir, die Metrik ist stetig. Dann haben wir hier stehen d von ft und fs ist kleiner gleich Epsilon für d von s und t kleiner gleich Delta. Ja, und damit haben wir es im Wesentlichen. Also damit folgt zumindest sofort f aus c von mn. Naja, und weil wir eben wissen, dass diese Funktionenmenge gleichstetig ist, also hier dieses Delta nicht von, also das ist gleich Delta nur von Epsilon, da eben h gleichstetig. Das heißt, dieses Delta hängt nur von Epsilon ab, das heißt, dieses Delta hier hängt nur von Epsilon ab. Ne, das überträgt sich. Und damit haben wir sofort, dass diese Menge h zusammen mit der Grenzfunktion eben immer noch gleichstetig ist und damit folgt sofort die Behauptung, die wir haben. Oder die wir aufgestellt hatten. Soweit, so gut. Das ist also der Satz 414. Und wir machen jetzt wie angekündigt weiter mit einem kleinen Beispiel. Das war mit dem Beispiel 415, dass man ein Negativbeispiel gibt und dann zeigt, wie man so ein Beispiel ganz klassisch auch wieder retten kann. Ja, wir betrachten als Menge h folgende Grundmenge. Das sind einfach die Menge aller Polynome, also aller pn von t, gegeben als t hoch n, also genauer gesagt sogar alle Monome. Und wir nehmen uns n aus n. Das ist dann natürlich sofort offensichtlicherweise eine Teilmenge der stetigen Abbildung von 0, 1 nach r. Das ist übrigens so ein bisschen auch wie bei den Maßräumen. Wenn wir halt eine Abbildung haben, die nach r schießen soll, dann lassen wir das r einfach immer weg. Das heißt, wenn da sowas steht wie 10,01 oder 10,02pi, dann ist damit immer impliziert, dass das Ganze hinterher in die reellen Zahlen geht. So, und die Aussage ist jetzt, h ist nicht gleichstetig. Das kann man ganz einfach einsehen. Denn die Grenzfunktion, die wir hier haben, ja, f, das ist gleich. Jetzt müssen wir quasi punktweise den Limes für n gegen unendlich nehmen auf 0, 1. Wenn ich das n gegen unendlich gehen lasse und das t ist kleiner als 1, dann läuft das Ding hier wegen der geometrischen Summe gegen 0. Das heißt, für t ungleich 1 oder für x ungleich 1, in dem Fall ist es jetzt t ungleich 1, geht das Ding halt wirklich gegen die Nullfunktion. Wenn das t jetzt allerdings 1 ist, steht da ja 1 hoch n. Und wenn ich das n gegen unendlich schicke, dann geht das natürlich gegen 1. Also hier haben wir dann 1. Für t gleich 1. Und das ist nicht in c 0, 1. Also das ist nicht stetig. Das ist sofort klar, weil das ist einfach hier gerade plus Sprung. Wäre es jetzt allerdings gleichstetig, dann müsste das hier in c liegen. Weil das sagt gerade dieser Satz hier oben aus. Weil h vereinigt mit der Grenzfunktion muss gleichstetig sein. Und das heißt, die Menge h selber ist nicht gleichstetig gewesen. Das kann man sich geometrisch auch nochmal schön hinmalen. Und zwar folgendermaßen. Erst glätten, dann weitermalen.
Was haben wir denn in dieser Menge eigentlich drin? Ja, wir haben erstmal t hoch 1 drin. Beziehungsweise ganz am Anfang haben wir t hoch 0 drin, die haben wir aber nicht eigentlich mit drin, weil wir haben hier die natürlichen Zahlen stehen. Was haben wir also als erstes? Wir haben t hoch n da drin. Das ist eine Gerade. Das nächste ist t Quadrat. Das ist die Parabel. Dann kommt t hoch 3. Das ist die kubische Parabel. Dann kommt t hoch 4. Sozusagen die biquadratische Parabel. Naja, und wenn ich das jetzt hier gegen unendlich laufen lasse, dann bleibt das hier immer sehr, sehr lange hier hinten und geht dann irgendwann hoch. So, und wenn ich jetzt wirklich die Grenzfunktion anmache oder einzeichne, dann ist die Grenzfunktion halt wirklich hier unten 1. Ich hoffe, dass sich das jetzt rausglättet. Und macht hier unten den Sprung auf die 1. Das ist die Grenzfunktion. Das heißt, hier sieht man auch nochmal sehr schön, das Ding ist noch nicht mal gleichmäßig stetig. Wie soll es dann gleich stetig sein? Jetzt kommt der Kniff, wie man das retten kann. Man schneidet vorher ab. Und zwar an irgendeiner Stelle, wie habe ich die genannt? Gamma. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Stelle Gamma vorher abschneide, das Gamma muss ich quantifizieren, das muss echt kleiner 1 sein. Dann folgt h ist als Teilmenge aufgefasst von c0 Gamma. Das heißt, ich schneide quasi ab dieser rosa Linie ab. Da ist das Ding dann gleichstetig. Das heißt, Gleichstetigkeit, das sieht man dann auch so schön, hängt so ein bisschen von dieser Obermenge wieder ab. Das heißt, es ist auch kein in Stein gemeißelter Begriff, sondern variiert halt je nachdem, wie der Oberraum aussieht. Ja, und das ist so eine Analogie zur relativen Kompaktheit. Da haben wir ja auch gesehen, das ist abhängig vom Oberraum. Und hier sieht man das halt sehr schön. Und man hat natürlich jetzt hier auch ein Standardbeispiel der Anna 2 abgedeckt, weil das ist so normalerweise die erste Funktionenfolge, dieses t hoch n, die man betrachtet, wenn man den Unterschied zwischen punktweiser und gleichmäßiger Konvergenz haben möchte, weil diese Konvergenz ist definitiv punktweise, weil wir haben eine Grenzfunktion. Aber die kann nicht gleichmäßig sein, weil die Grenzfunktion ist nicht stetig. Und dementsprechend haben wir dann hier auch sofort keine Gleichstetigkeit, weil das ist ja nochmal eine Verschärfung der gleichmäßigen Stetigkeit. Das heißt, wenn wir schon gleichmäßige Stetigkeit nicht haben, dann kommen wir auch, brauchen wir nicht nach Gleichstetigkeit suchen. Gut, das wäre also quasi das Beispiel, das diese Gleichstetigkeit mal in so einen kleinen Kontext rückt. Jetzt machen wir weiter mit einem kleinen Lemma, das eine hinreichende Bedingung quasi darstellt. Ich hoffe, dass die hinreichend ist. Ja. Wenn das ist, dann ist das gleichstetig. Das ist hinreichend. Lemma 4, 16 ist das. Und zwar sagt das jetzt aus, wenn wir die Ableitung beschränkt. Oh. Wenn wir die Ableitung beschränkt haben, dann haben wir eine gleichstetige Menge. So, was brauchen wir dafür jetzt natürlich als Voraussetzung? Wir brauchen eine Funktionenmenge, wo wir Ableitungen definieren können. Das heißt, wir brauchen die jetzt in C1 von AB. Das heißt, im Raume aller stetig differenzierbaren Funktionen. Das heißt, alle Elemente hier drin sind stetig differenzierbar und die Ableitung selber ist wie eine stetige Funktion. Was soll gelten? Es soll gelten, ich soll die Supremumsnorm der Ableitung, schreibt mal das Sup hier unten dran, das soll beschränkt sein durch eine Konstante c für alle f in h und ein c größer gleich 0. Kann natürlich auch gleich 0 sein, aber dann ist es irgendwie sinnfrei, weil dann sind alle Ableitungen sofort 0 und dann sind die Funktionen konstant und dann hat man natürlich alles, was man haben möchte. Aber das ist natürlich nur ein Spezialfall, das heißt, es gibt hier keinen großen Unterschied. Und dann folgt sofort, dass diese Menge h gleichstetig ist. So, das sofort müssen wir uns jetzt einmal überlegen. Das ist aber tatsächlich auch noch einer der kürzeren Beweise. Denn der Beweis, der resultiert jetzt im Wesentlichen aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Also HDI, der gibt uns sofort Folgendes. Wir können den Betrag f von t minus f von s schreiben als den Betrag des Integrals von s bis t über die Ableitung. Da müssen wir jetzt halt irgendeine neue Variable einführen, das ist klassischerweise einfach tau d tau. Diese Ableitung existiert, weil die Funktionen ja alle in C1 liegen, weil das h, wo das f drin ist, ja in C1 eine Teilmenge ist.
Jetzt kann ich das hier aber quasi immer Standard abschätzen, indem ich sage, das ist kleiner gleich als das Supremum von f', also der größte Wert, mal die Länge meines Integrationswegs. Das ist so eine Standardabschätzung für Integrale, die hat man so in ziemlich jedem Teilbereich der Mathematik. Da steckt auch geometrisch absolut nichts hinter, denn was passiert hier nur? Wir machen uns das mal einmal kurz an einem Bild klar. Wir haben hier irgendwie unsere Funktion auf, meinetwegen jetzt, was haben wir hier genommen? AB, das heißt, wir haben hier irgendwo unser A, hier unser B und dazwischen liegt jetzt irgendwie unsere Funktion. Dann ist ja das Integral klar. Das ist einfach der Flächeninhalt hier unten drunter. Plus die Nullmenge hier oben quasi. Und das kann ich jetzt natürlich nach oben abschätzen, indem ich mir den höchsten Wert raussuche. Nicht das Dunkelblau, das sieht man nicht. Ich habe gelernt aus dem letzten Video. Indem ich mir das hier oben aus dem höchsten Wert aussetze und mir dieses Rechteck angucke. Und dann merkt man natürlich, dieser Wert hier oben, der ist quasi immer größer oder gleich. Und das hier ist im Wesentlichen einfach nur die Supremumsnorm jetzt dieses f'. F' deshalb, weil das hier bereits der Ableitungsgraph ist. Also der Graph der Ableitungsfunktion. Das ist jetzt nicht das f selber. Und dahinter steckt einfach diese Abschätzung. Das ist einfach eine super simple geometrische Überlegung dahinter, aber die gilt halt im Allgemeinen für Linearformen dieser Bauart. Das kann man halt auch in beliebigen Maßräumen fordern. Für die komplexen Kurvenintegrale gilt das insbesondere auch. Da kann man dann einfach zeigen, das ist das Supremum hierüber, mal die Länge des Integrationsweges, solange man halt fordert, dass ein Integrationsweg wenigstens mal eine rektifizierbare Kurve bleibt. Das ist aber in der Regel gegeben. Oh Mann, ich kann schon nicht mehr reden jetzt. So, jetzt wissen wir aber aus der Voraussetzung, das hier, das war ja nach oben beschränkt durch so eine Konstante c mal Betrag t minus s. So, und das Ganze gilt eben für jedes f aus der Menge h und insbesondere für ts aus dem Intervall ab. So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, warum daraus die Gleichstetigkeit folgt. Und daraus müssen wir uns nochmal kurz eben nach oben scrollen, weil die Bedingung für die Gleichstetigkeit, wo hatten wir sie? Hier in 4,6. Da müssen wir jetzt eben so ein Delta nur in Abhängigkeit von Epsilon angeben, dass dieses 4,6 erfüllt. Das schaffen wir folgendermaßen. Ups. Ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Das schaffen wir jetzt folgendermaßen, indem wir einfach sagen, wir wählen jetzt Delta gleich Epsilon durch diese Konstante. Ja, dann müssen wir einfach nur noch gucken, dass das alles gilt. Was gilt jetzt in diesem Moment hier diese Abschätzung? Das heißt, wenn wir jetzt voraussetzen, sei also Betrag t minus s kleiner Delta, das ist ja die Voraussetzung in 4,6, dann folgt Betrag f von t minus f von s, das ist jetzt nach obiger Rechnung kleiner gleich c mal Betrag t minus s und das ist jetzt nach der Voraussetzung kleiner als c mal Delta. Und das Delta ist aber gerade c mal Epsilon durch c. Also haben wir hier stehen, Betrag f von t minus f von s ist kleiner als Epsilon. Das heißt wirklich, diese Menge h ist gleichstetig. Also daraus folgt 4,6 ist erfüllt. Erfüllt deshalb, weil die Abschätzung eben für jedes f in h gilt. Und dann habe ich hier genau die Gleichstetigkeit gezeigt. Damit sind wir mit diesem Beweis auch durch. Ja, und das wäre dann im Wesentlichen das Lemma. So, da jetzt auch schon wieder 40 Minuten rum sind in diesem Video, machen wir an dieser Stelle jetzt nochmal einen Cut. Ist jetzt halt ein bisschen kürzer als das erste, aber dann haben wir hier einen schönen Abschluss. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, indem wir weiterhin geradlinig zum Satz von Asela-Ascoli wollen und ich hoffe mal, dass wir den im nächsten Video auch bewiesen kriegen. In diesem Sinne, danke schon mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wie immer ein wenig lehrreich und auch ein wenig vergnüglich. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr noch Fragen habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.